Psychovater macht Familie das Leben zur Hölle. Heute wieder mit einer neuen Hilfe-Folge. Es wird unangenehm, also schnallt euch an, es wird cringe. Ihr werdet Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Wie viele Likes, Löwe? 6.000. 6.000, geil, los. Oh, Mann, du sollst mich in Ruhe lassen. Dein Verhalten wird Konsequenzen haben, ja? Prostituieren wolltest du dich, ja? Auswechseln! Es geht schon wieder super los, ja? Dein Verhalten wird Konsequenzen haben. Okay, ich glaube, sie ist in so einer kleinen Rebellenphase mit ihrem Stachelarmband, ja? Dunkler Kleidungsstil, rote Haare. Kleine Rebellenphase, das gefällt Psycho-Daddy natürlich überhaupt gar nicht. Weißt du was? Du bist genau so ein Flittchen wie deine Mutter. Da hat sie sich wieder genau den richtigen ausgedrückt. Einfach seine eigene Frau. Oh, wir sind ja mächtig in Fahrt heute. Haben wir zu wenig gesoffen oder was, junge Frau? Du gehst weg. Das ist der Familienvater. Redet er so mit seiner Frau und seiner Tochter? Bitte? So, wir sind ja wieder mächtig in Fahrt heute. Die Terrassentür. Was? Terrassentür, Achtung! Psycho-Daddy kommt hinten rum. Achtung, da kommt er schon. Ist das gut gegangen. Oh nein, wie lange geht die Folge? 10 Minuten. Ha, wir sind bei 30. Leute, es ist, boah, ich darf nicht so viel stoppen, es tut mir leid. Es tut mir leid, Freunde. Aber ich komme einfach gar nicht klar. Nein, der beruhigt sich gleich schon wieder. Ja, klasse, kurz und knackig vor die Tür mit dem Bernd, so geht's, genau. Und der zweite Schritt, der wäre jetzt aber wichtig, wirklich die Polizei zu holen, sich Unterstützung zu holen. Was sagt sie? Sie so, kurz und knackig, richtige Entscheidung, schnell den Bernd vor die Tür. Natürlich, der Bernd, das steht in jedem Gesetzbuch so. Regel Nummer 1, der Bernd vor die Tür. Wenn ihr Probleme in eurem Leben habt, schickt einfach den Bernd vor die Tür. Ja, wenn ihr eine schlechte Note geschrieben habt, schickt den Bernd vor die Tür. Wenn ihr einen Autounfall hattet, schickt einfach den Bernd vor die Tür. Passt. Und wenn Ela das nicht schafft, dann darf auch Luna das tun. Sie hofft natürlich, dass... Okay, Ela und Luna, ja. Mutter die Kraft hat. Ich hoffe, dass da wirklich was passiert. Okay. Ela hieß mein Heimatclub, in dem ich früher, also als ich noch in Heimat gelebt habe, feiern war. Falls ihr übrigens gestern meine Real-Life-Story noch nicht gesehen habt, ja, dass ich, ich bin so knapp davon kam, mein Kollege ist blutüberlaufend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Habe ich gestern hochgeladen, checkt das gerne ab. So, wen ruft der jetzt an? Danny? Wie er da steht und dann so... Dagegen, Hämmern bringt halt auch nichts, okay? Aber ey, ohne Netz wird er das nicht abschicken, ja? Sie hat gar kein Netz. Aha, das gute Alte. Ich glaube, das ist Dings Aldi Talk. Okay, Danny, mein Vater bringt uns um, plus du musst Softdrinks mitnehmen. Nein, muss sofort. Warum ruft ihr nicht Polizei? Warum ruft jetzt irgendein Danny an? Warum ruft er einfach die Polizei? Was ist los? Kacke, Mann, Luna hat mir geschrieben. Ihr Vater will sie totschlagen. Was? Oha, jetzt ist Zeit für Danny. Ja, das sind... Alter, aber das sind gute Freunde. Die rennen direkt los. Die rennen direkt los, gute Freunde. Ja. Die sind wirklich in einer krassen Rebellenphase. Okay, Luna heißt die Tochter, Ela heißt die Mutter. Wo ist Bernd? Bernd... Ach nein, der Ersatzschlüssel bei den Nachbarn. Boah, sie hat auch schon einen kompletten blaues Auge. Ah, jetzt hat der Bernd einen Schlüssel. Ja, denn Regel 1 ist sehr schnell ins Wasser gefallen. Einfach den Bernd vor die Tür schicken. Wir brauchen jetzt Plan B. Bernd kommt in die Wohnung. Soll ich die Polizei rufen? Gehen wir zum Nachbarn? Nur Garten? Was machen wir? Garten? Geh rein, versteck dich. Wieso denn versteck dich? Ey, was soll der findet euch doch in 5 Sekunden. Kleiner Tipp von mir. Wartet, bis er reinkommt, bis ihr das hört. Und dann macht ihr langsam hin die Terrassentür auf und flüchtet durch den Garten und lauft. Lauft so schnell ihr könnt. Oh nein, Bernd ist drinne. Oh, wenn man vor dem eigenen Vater oder vom eigenen Mann so viel Angst haben muss, furchtbar muss das sein. Also, ne, wir machen uns hier lustig, aber eigentlich ist es gar nicht so lustig. Boah, Bernd. Oh, das hat lange gedauert. Aber auch ein gutes Versteck. Also muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, also starkes Versteck, wirklich. Bitte Bernd. Berndy Boy. Bernd, bitte. Du sollst mich in Ruhe lassen. Bernd, bitte. Lass sie los. Bernd, bitte. Ich rufe die Polizei, wenn du sie nicht
deine Mutter aber nicht wiedererkennen. Das verspreche ich dir. Uiuiui, jetzt gibt's Schläge mit dem Gürtel. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich kann das nicht glauben. Das ist Psycho-Bernd. Man nennt ihn doch einfach Psycho-Bernd. Ja, ruf doch die Polizei, Mädel! Anstatt dir zu weinen, Freunde, ruf doch jetzt bitte einfach die Polizei. Achso, das ist die Musik. Ich hab gedacht, das wären jetzt die Gürtelschläge. Okay, sorry, dass ich darüber lache, aber es ist halt einfach, hilf mir. Okay. Mama. Oh. Oh. Was hast du? Nicht so schlimm, Schatz. Nein, zeig mal hier. Zeig her. Oh mein Gott. Ganzer Rücken ist blau geschlagen. Das geht natürlich gar nicht klar. Also für häusliche Gewalt oder Gewalt in Familien ist natürlich eigentlich gar nicht zum Lachen, Freunde. Muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ne, es ist ja alles geskriptet und so, ne. Aber vom Prinzip, Freunde, ist das hier ein sehr ernstes Thema, ja. Und häusliche Gewalt soll niemand widerfahren. Oh, das sieht schlimm aus. Das ist so schlimm. Glaub mir. Dieses Arschloch. Hey, du wolltest zuerst was anderes sagen, das habe ich auf deinen Lippen gelesen. Aber das ist zu krass für YouTube, das dürfen wir nicht sagen. Moin, wirklich, der will noch sehen, was er davon hat. Wenn Papa nach Hause kommt, wird es ihm wieder leid tun. Das verstehst du noch nicht, Maus. Ist alles gut. Mama, ich bin keine 5 mehr, wirklich. Das verstehst du nicht, was sagt ihr, das verstehst du noch nicht, Maus? Daran gibt's nichts zu verstehen. Das ist ein gewalttätiger Mann und das ist, da gibt's kein Pardon. Da gibt's sicherlich kein Pardon, meine lieben Damen und Herren. Ich weiß nicht, warum du das immer und immer wieder mit dir machen lässt. Safe. Für uns. Ich möchte nicht, dass die Familie zerbricht. Aber das macht keinen Sinn. Die Familie ist eh im Arsch. Das wäre das Beste, was du machen könntest. Dass die Familie endlich komplett kaputt geht. Ich verstehe nicht, warum du den nicht in den Wind schießt. Ich bin wirklich entsetzt. Die Frage ist halt, ob das der Bernd... eine SMS bekommen. Hallo, Mats. Schicken Sie bitte Bernd weg. Okay. Zu sehen, in welcher Lage sich die beiden Frauen befinden und Ela... Ruth Marquardt, seit 2010 Hypnotherapeutin. Wenn sie seit 2010 ist, dann ist stark. Hilf mir, ja, ihr könnt mich auch als Hypnotherapeut einstellen, ja. Da glaubt trotz dieser Gewalt, die sie gerade noch mal erst erfahren hat, dass sie die Familie schützen muss und kann nicht sehen, es hat doch mit Familie überhaupt nichts zu tun. Danke, Frau Marquardt. Das hätte ich so gar nicht analysieren können. Natürlich, das hat gar nichts mit Familie zu tun. Es ist häusliche Gewalt und den muss die Ela in den Wind schießen. Ela, sei nicht dumm, schieß den Bernd in den Wind. Wichtiger wäre, sich und ihr Kind zu schützen, die Verantwortung zu übernehmen und damit Familie zu bieten. Wir würden alles verlieren, wenn ich ihn verlasse und ich weiß nicht, wie ich uns durchbringen. Man findet für sowas eine Lösung. Aber die Fakt ist, es ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung, weiter mit diesem Mann in einem Haus zu leben, ja. Wie man das dann umsetzt und wie man finanziell alles gewuppt bekommt, muss man dann gucken, so. Aber es, so. Ich habe echt keine Lust, mir das noch weiter mit anzusehen, ne? Sind 2 Minuten da. Ja, ich keine Lust, echt nicht. Luna, was ist? Nichts. Okay, Danny ist in 2 Minuten Luna. Da. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass mein beschissener Vater die Luna Schwers, 16, nimmt die Sache selbst in die Hand. Okay, jetzt kommen wir zum Thema Selbstjustiz. Jetzt regelt sie das, ja? Okay, eine Flasche Wodka. Der gute alte Pushkin-Wodka, oder was ist das? Oioioi. Oh. Ja, richtig, verkippt das weg. Boah, einfach... Wodka pur. Boah, gibt wenig ekligeres auf der Welt. Freunde, wir machen kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magister, an das Kanalmitglied, Anne Lüdemann, Anne Wenigirl und an Inna Bochmann. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, schreib mir einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei, ja? Okay, Alkoholiker zu werden oder irgendwie seine Sorgen in Alkohol zu trinken, macht auch nicht viel Sinn, Freunde. Kann ich definitiv nicht empfehlen, ja? Als Bernd von seinem Beruhigungsspaziergang zurückkommt, ahnt er nicht, was ihn erwartet. Vor allem Bernd trägt auch immer nur Bernd trägt wahrscheinlich 24/7 nur diesen Anzug. Ja, der hat einen Beruhigungsspaziergang gemacht, ja? Hat der Bernd sich auch wohl verdient, ja? Warum, ich weiß nicht mal, warum der sich überhaupt so aufgeregt hat, warum er diese geladenen Aggressionen in sich hat, keine Ahnung. Wagst es noch, mir unter die Augen zu treten?
Na warte, gleich wirst du was erleben. Nee, es ist... Die ist einfach... Eieieiei, da ist doch Danny. Ich sehe Danny einfach mit einer Flasche in der Hand. Warum sagt er, du wagst es dich unter meine Augen zu nehmen? Wo soll sie dann sein? Soll sie sich in Luft auflösen oder was? Die hat da doch draußen einfach nur gesessen. Okay, jetzt gibt's erstmal einen über die Rübe, Leute. Jetzt gibt's erstmal einen über die Rübe. Halt den Spieß langsam mal umzudrehen! Oh, ich wusste es. Na, wie fühlt sich das an, hä? Ach, verdammt. Das hätte nämlich genau nicht passieren sollen, denn jetzt zahlt Luna es ihrem Vater mit den eigenen Waffen heim und glaubt sich im Recht. Und ja, jetzt verliert Luna den Verstand, weil das ist nicht der richtige Weg. Guck mal, jetzt bekämpft sie Gewalt mit Gewalt. Jetzt haut sie dem eine rüber, ja. Es wäre natürlich eine Zuckerglasflasche. Ja, sonst, ich glaube, eine normale Flasche zerbricht auch nicht, oder? An dem Kopf. Ich glaube, das kann echt tödlich enden, eine normale Flasche. Ich glaube, deswegen ist es eigentlich unrealistisch, so eine Zucker. Sie merkt gar nicht, dass sie zu derjenigen wird, die sie gar nicht sein will, weil ihr Vater es ihr falsch vorgelebt hat. Bernd, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Ihr seid doch verrückt. Bernd. Ja, aber die Nachbarin hat das mitbekommen. Super, Luna. Echt. Super. Jetzt kann Luna direkt in den Jugendknast. Der Danny und so kann direkt mit. So, also das ist doch, ruft da die Polizei. Jetzt bekämpfen die Gewalt mit Gewalt. Ich habe gestern erst in meinem Video darüber geredet. Leute, ich komme einfach nicht klar. Das ist schon wieder zu viel für mich. Hey, wie geht's dir? Der arme Bernd. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Ja, der Bernd ist bewusstlos. Oh Gott, ich muss gerade mal gucken. Oh Gott. Ja, der Bernd ist absolut bewusstlos, Freunde. Danny, du hast es echt übertrieben. Das war zu viel, Mann. Ja, Mann, Alter, du hast ihn einfach mit der Flasche niedergesprengt. Mann, Leute, mach der euch ist tot, Mann. Lieber einer... Okay, nein, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall tot. Wie nennt sich nochmal so ein Punk, nennt sich dieser Klamottenstil und so, ne? Tot, so ein Quatsch, Mann. Ich habe das schon tausendmal gemacht und es ist noch nie jemand gestorben, okay? Also, ich habe schon tausendmal jemanden voll bewusstlos mit der Flasche umgehauen, aber da ist noch niemand gestorben. Also ist das okay, dass ich das gemacht habe. Einfach bei dem Dad von einer Freundin. Das erste Mal jetzt jemand. Wir träumen eure Träume nicht. Gestorben, Alter, ich meine, die Flasche ist auf seinem Kopf zerschellt. Ja, natürlich auf seinem Kopf, woanders hätte es ja wohl auch nichts gebracht. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das war einfach zu viel, das sollte nur eine kleine Abreibung sein, Alter, nicht gleich ein Mord. Es war eine kleine Abreibung, er wird in 15 Minuten aufwachen und alles ist in Ordnung. Ja, und außerdem, er hat's verdient, ganz einfach. Okay, Danny und Luna sind auf einer Seite, die anderen beiden fanden diese Aktion für etwas übertrieben. Mal gucken, wie es Bernd jetzt geht und was weiter passiert. Wahrscheinlich sieht jetzt die Polizei jetzt natürlich jetzt auf die abgesehen, beziehungsweise auf die Luna abgesehen, ja. Und die sieht ja schon aus wie eine Rebellin, ja. Die sieht ja schon ein bisschen einfach aus, als würde sie Probleme machen. Ich will aber nicht in den Knast gehen wegen so einem Scheiß, Mann. Du gehst nicht in den Knast. Die Sorge der jugendlichen Täter ist durchaus begründet. Wer ist das denn jetzt? Das ist Nikolai Mamegani. Das ist Nikolai Mamegani, Fachanwalt für Strafrecht. Mal gucken, was uns der Fachanwalt hier an dieser Stelle zu sagen hat. Wenn Bernd an den Verletzungen gestorben, dann wären alle vier wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu verurteilen. Es spielt keine Rolle, dass nur einer davon zugeschlagen hat. Also wenn jemand so einen mit der Flasche, mit einer echten Flasche, so über die Rübe bekommt, das kann definitiv tödlich enden. Alle müssen sich den juristischen Erfolg zurechnen lassen. Das hieße hier mindestens 3 bis 4 Jahre Gefängnis. Leute, ja. Der hat meine Mutter mit dem Gürtel verprügelt, ja? Er hat es nicht anders verdient. Ja, der hat sie verprügelt, aber das rechtfertigt trotzdem nicht, ihn mit einer Flasche niederzuhauen. Dann ruft die Polizei, dann soll er dafür seine gerechte Strafe bekommen. Aber nicht Gewalt mit Gewalt. Das checkt manche Leute nicht, ne? Den Tod oder was? Dankeschön. Hast echt super gemacht. Was soll das denn jetzt, Mann? Wir haben keine Zeit für Rumgemache rein hier, Alter. Ach, guck mal klar, Alter. Scheiße, da kommt jemand. Matsch, Alter. Oh, Polizei, Freunde, Polizei ist schon da. Ja, Danny hat natürlich gerade noch den Kuss bekommen von Luna, weil sie das natürlich toll und tapfer fand. Steh auf, Mann. Ah, da ist schon Polizei. Keine Chance. Ui, noch mit dem 360. Da wurde doch direkt ein, das machen wir nochmal. Da wurde noch ein 360, so, zack. Der Schnapp. Komm, bleib hier. Ich war nur zufällig dabei. Lass mich los. Es ist keiner gestorben. Und wo sind die beiden? Wo sind die beiden Männer? Wir bringen euch jetzt auf die Wache, weil hier geht es um die gefährliche Körperverletzung. Alles andere. Mann, Arschloch, lass mich los. Ich dafür, Mann. Und anschließend kümmern wir uns mal um den anderen beiden, die kennen wir ja auch. Ah, die sind schon bekannt bei der Polizei, ja. Die vier sind auf jeden Fall schon bekannt bei der Polizei. Die wussten auch direkt, dass die immer auf dem Spielplatz chillen. Stunden später. Luna wurde erneut auf dem Polizeirevier befragt. Mit dem, was sie zu Hause erwartet, hat die 16-Jährige allerdings nicht gerechnet. Uiuiui, was, meine Damen und Herren, was erwartet sie denn bitte jetzt zu Hause? So, Fräulein, da wären wir. Fräulein. So. Wir kriegen das ruhig über die Bühne. Wir kriegen das ruhig über die Bühne. Wir kriegen das ruhig über die Bühne. Ich will da nicht rein. Hast du sie? Ja.
Oh, wie hohl kann man sein? Jetzt macht sie sich zum Täter. Jetzt ist sie doch die Täterin. Und der Bernd kommt wahrscheinlich ungeschoren davon. Komm. Ah, guten Tag. Guten Tag. Wir kennen uns ja schon. Ja, vielen Dank für Ihre geleistete Arbeit. Ich werde jetzt hier übernehmen und werde mich der Sache jetzt annehmen. Ja, ja wie gesagt, wir haben auf der Wache alles aufgenommen. Mama, jetzt sag doch mal was. Du weißt doch, was hier abgeht. Jetzt sag es denen doch mal. Was soll sie uns sagen? Was ist hier los? Ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was denn hier eigentlich los? Die checken doch gar nicht, dass Bernd hier eigentlich der üble Täter ist. Ich lieber ins Gefängnis, aber ich gehe da nicht rein. Mhm. Du hältst jetzt den Mund. Du hast heute schon genug angerichtet. Komm rein. Stopp. Bitte. Bitte. Was, stopp? Kurz ein bisschen Abstand. Was? Stimmt, was Luna sagt. Uiuiui, jetzt kommt Ela an die Sprache. Es stimmt, was Luna sagt. Okay. Eieiei. Uiuiui. Überleg dir ganz genau, was du jetzt sagst. So auffällig direkt neben dem Polizisten. Der sie überlegt er jetzt ganz genau, was du sagst. Was stimmt? Ja, Mama, was? Jetzt sag's doch endlich. Worum geht's hier? Er wird gegenüber uns handgreiflich. Ja, du hast auch ein fettes blaues Auge. Zeig doch einfach ganz schnell deine ganzen, ne? Was sagen sie denn dazu? Jetzt hast du den Bogen aber bespannt. Du wirst schon sehen, was du davon hast, ja? Moment. Uiuiui. Ja, dumme Reaktion von Bernd. Ja, auch sehr dumme Reaktion. Anstatt einfach ruhig zu bleiben. So, jetzt bestätigt er das ja nochmal damit. Ist doch wohl gar nicht. Also, wir haben es hier wirklich, bei Hilfen haben wir es nur mit Bratzen zu tun. Das ist geisteskrank. Ja. Halt ich mal den Herrn hier ein bisschen. Bleiben Sie mal hier. Ela, wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Erzählen Sie jetzt genau, was passiert ist. Das hast du echt gut gemacht. Er wird des Öfteren handgreiflich gegenüber uns. Das mit dem blauen Auge war er auch? Ja. Und das auch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt glaube ich, hoffentlich kriegt Bernd die gerechte Strafe. Können wir noch einen Arzt holen? Das geht schon. Das ist der Schlüsselschritt gewesen, den Ela jetzt gegangen ist, dass sie endlich gesprochen hat, dass sie sich selbst... Ruth Marquardt ist nicht nur Hypnotherapeutin, sondern auch systematische Beraterin. Gibt es auch nur eine Beraterin? Was heißt denn systematisch? Dass die mit dem System vorgeht, aber das hoffe ich, dass Berater mit einem gewissen System vorgeht. Ist egal. Selber auch zugesteht, hier Opfer von Gewalt geworden zu sein, immer wieder. Und jetzt kommt es darauf an, dass für den Fall, dass die Polizei ihren Mann nicht da behält, sie zusieht, dass sie mit ihrer Tochter irgendwo anders hingeht und sich auf jeden Fall von Bernd distanziert. Nur dann ist Heilung... Ja, auch irgendwo, wo Bernd nicht einen Ersatzschlüssel hat, ne? So, wo die sicher sind. Für die beiden Frauen möglich. Aber dass sie auch gar nicht gefragt haben, so, die kommt halt an die Tür und hat so fettes blaues Auge, hier irgendwelche Dings, so irgendwie, ist das, also ignorieren Polizisten dann sowas? Aber oder werden die da nicht so irgendwie, fragen die nicht zumindest mal nach, was ist da passiert oder so? Ich weiß nicht, was in mir passiert ist. Ich hatte solche Angst. Ela Schwers, 39, ich hatte Angst um meine Tochter. Die Tochter war 16, dann hat sie die mit 23 bekommen. Okay, das geht. Ja. Hilf mir üblich sind ja eher so Mütter, die mit, ja, oder Frauen, die mit 17 oder so Mütter werden. Hat Luna ja schon mal geschlagen und es wäre jetzt bestimmt nicht nur bei einer Ohrfeige geblieben. Ich muss ja auf mein Kind aufpassen. Ja, also da hat Ela absolut recht. Also da wäre noch, also wenn die jetzt zu dritt reingegangen wäre, wäre es da auf die beiden gewartet hätte, das will ich nicht wissen. Beziehungsweise auf Luna gewartet hätte, das will ich nicht wissen. Also richtiger Schritt ist gegangen. Alles gut, Ende gut, alles gut. Happy Hilfen mit Happy End. Was gibt Schöneres an diesem wundervollen Tag? Einfach eine Hilfe-Folge mit Happy End, Freunde. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, die 6000 Likes smashen wir auf jeden Fall voll. Wenn ihr neu in der Margang seid, dann abonniert diesen Kanal, wenn ihr ganz neu hier seid, Freunde. Und dann gehört ihr auch zur Margang. Yes. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Instagram abonnieren, YouTube-Kanal abonnieren, zwei andere coole Videos. Checkt's ab.